Romeo 2, Burnout abgeschlossen, over. Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crysis 3 Singleplayer. Ich bin Marv. Und wir sind gerade auf der Flucht. Psycho hat uns gerade rausgehauen. Wir müssen jetzt hier einfach abhauen. Mach mal auf, Psycho. Wir müssen uns beeilen. Los! Starke Ziele mit dem B-Visor. Drücke B, um Visor zu schließen. Drücke N, um Namenstyp zu aktivieren. Hake, was erzähle ich hier? Hecke. So, zack. Nein, wie mache ich das denn? So, Kodierung. F-Hacken. Okay. Ganz einfach. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Zells Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht 2000. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. So, können wir noch ein bisschen Munition mitnehmen. Alles ist voll. Aber ich hätte gerne noch ein paar mehr Pfeile. Aber das müsste auch so gehen. Sie sind da drin. Das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen wir. Dreh sie einfach auf. Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, gehen wir. Komm schon. Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich. Ja, da kommt er nicht ganz klar mit, dass alles wir ihn rausgepeilt haben. Rausschneiden. Damit kommt er nicht ganz klar, dass sie ihn rausgepeilt haben. Gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Komm klar, Mann. Komm klar. Wir müssen weiter. Ach, Scheiße. Komm schon. Gehen wir. Na also, sowas will ich hören. Okay, ich gebe dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Alles klar, dann wollen wir mal loslegen. Ganz ruhig, da ist nichts. Vorrücken! Genau, keine Panik, Leute. Alles wunderbar. So, laden wir uns mal schnell wieder auf. Wäre ja gut, wenn ich die so ein bisschen still und heimlich ausschalte. Den habe ich erledigt. Der ist auch down. Was ist das? Okay. Ich sehe ihn. Nein, tust du nicht. Licht ausgemacht. Mittlerweile bin ich 5 Delta 7, Leute. Kommt da ein Helikopter? Das macht die Sache nicht einfacher. Wirklich nicht. Was? Daneben. Na, macht er Jagd auf euch. Oh, keine Munition mehr. Jetzt wird's interessant, was? Ich hab mir gedacht, der will jetzt gerade mal aufstehen. Das ist sie, sie Arschloch! Wir haben sie angesiedelt! Ergeben sie sich oder ich töte sie! Wollen wir doch mal gucken. So, na. Und zack. Wir kriegen sie, Prophet! Warte, ich bin gleich da. Scheiße, Planänderung. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauche keinen scheiß Taucheranzug. Tja, das wollen wir doch mal sehen. Jetzt taucht er da unten rum.
Und wir sind jetzt hier einfach so heimlich unterwegs. So, den haben wir schon ausgewählt. Spezielle Munition haben wir keine. Zielt nur irgendwie. Der zoomt nur ran, aber der zielt nicht über Kimmer und Korn. Jetzt zielt er so richtig. Okay. Oh, oh. Maximale Panzerung. Scan abgeschlossen, sie dürfen weitergehen. Oder auch nicht. Oh, die nehme ich mir nochmal mit. Die sieht doch gut aus. So, viele verschiedene Waffen kann ich nicht haben. Achso, mal, ich kann jetzt die gegen die austauschen, dann brauche ich den Revolver nicht mehr. Ist sowieso ein bisschen langsam. Jetzt haben wir wieder einen Pfeil haben wir dazu bekommen. Regeneriert er sich selbst oder wie kommt das? Kann ich die vielleicht aus den Leichen rausnehmen? Das kann schon sein. Wie komme ich denn jetzt weiter? Da oben geht's nicht weiter. Hier hinten müssen wir irgendwie durch. Alle Türen sind zu. Kann ich hier vielleicht... Das klingt doch gut. Geh weiter. Wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Rücke vor. Na dann mal los. Wie ihr seht, mittlerweile habe ich die Untertitel eingeschaltet. Der eine oder andere mag es dann doch ganz gern mit Untertitel zu sehen. Mal ein bisschen Action hier. Das war das, was ich in der letzten Folge meinte. Man kann es ziemlich schleichermäßig spielen, aber ich kann ja auch ein bisschen einen auf Rambo machen. Schau mal, da oben kommen noch welche. Was sind denn das für, was ist das für eine Munition? Ist das Blitz oder was? Oh, hier, die Scar! Die kennt man so wunderbar aus dem ersten Teil. Ne, aus dem zweiten Teil. Absolute Lieblingswaffe. Schauen wir mal, dass wir uns mal ranschleichen. Zack. Alles klar. Energie niedrig, kein Problem für uns. Vorsicht! Er hat sich getarnt. Offensichtlich. Okay, es geht alles ganz gut. Mal gucken, dass ich mir ein anderes Visier raufschraube. Das nehme ich. Den nehme ich. Was umgehe Feindstellung. Wo bist du denn? Da unten rennt er rum. Umgehe Feindstellung. Gehe ganz woanders hin. Ach, da kommt einer. Der hat gesessen. Okay, wunderbar. Auf weite Entfernung wäre natürlich das andere Zielvisier nicht schlecht, aber ich glaube, wir gehen jetzt hier nach drinnen. Daher ist das Nahkampfvisier gar nicht verkehrt. So, Munition nehmen wir mit. Weiter geht's. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. Volle Deckung. Ich wollte mir noch hier noch den Raum angucken, was das jetzt hier ist. Kann ich mich da reinsetzen? Nee, offensichtlich nicht. Ein Cell-Rucksack. Damit kann ich jetzt die ganzen Leute erledigen. Die Turnbeutelvergesser, ey. Leute, wie sieht's aus? Was ist hier los? Ich weiß nicht. Hier, du hast deinen Turnbeutel vergessen. Nein, offensichtlich mag er den nicht. So, also machen wir hier einen auf. Was macht er denn? So.
Feigling. Ich krieg's nicht hin. Finde ich gut. Warte, ich glaube, er redet nicht mit mir. Hi. Versuch es mal. So, ich glaube, ich muss jetzt mal hier weg. Na, jetzt hier so ein bisschen. Nein, er ist auch nicht weit. Keine Angst, er findet euch. Der Jäger. Ich spiele übrigens die Hunter Edition. Da gab es so einen wunderbaren Bogen für einen Multiplayer dazu, den ich euch natürlich auch noch zeigen werde. Er war sich nicht sicher. Er wurde von einem unsichtbaren Mann getötet. Sollte man gleich drauf schießen? Ich weiß. Krieg's nicht hin. Früher oder später klappt es dann doch. So, ich glaube, wir müssen einfach mal schnell hier das andere Visier aufschrauben. Jetzt ist aber keiner mehr da. Ich habe sie alle erledigt. Wunderbar. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Die Stealth Scar. Die Frage ist, wo bist du? Irgendwo hier unten rennt er doch rum. Da lebt noch jemand. Scheiße. Das ist richtig gut gemacht. Also der hat jetzt so ein bisschen Angst. Vor dem Jäger. Marv zockt in der Hunter Edition sozusagen. Wollen wir doch mal gucken, wo er sich versteckt. Oben rennt er rum. Verstärkung, ich bin hier ganz allein. Ja, es ist ganz schlecht für dich. Leicht panisch, ey. Ach, hier den Supersoldaten, das lässt ihn noch eiskalt. Prophet, der erledigt die alle so im Flug. Einfach so im Vorbeirennen. Schauen wir mal nach dem Bogen. Nee, mehr Munition wird das nicht. Ich könnte wieder hier meine Elektrokanone nehmen. Achso, warte mal, jetzt habe ich hier... Achso, okay, jetzt schnalle ich das erst. Auf zwei ändere ich den Feuermodus. Und nicht die Waffe. Gut. Ich könnte wieder so einen Turnbeutel des Todes mitnehmen. Das Ding kann ich nicht mitnehmen. Das wird auch wehtun, würde ich das jemandem an den Kopf werfen. Liberty Dome. Wollen wir doch mal gucken? Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo? Zeig euch den Tod. Ja, verstanden. Das ist der Aufzug des Turms. Oh oh. Vorsicht. Cell aktiviert Geschütze. Du kannst sie hacken. Ja, ich habe sie jetzt einfach abgeschossen. So, jetzt muss ich mal irgendwas an der Soundeinstellung ändern, glaube ich. Ich musste einfach mal das Mikrofon ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, jetzt kann man mich besser verstehen. Das war in der ersten Folge ein bisschen schwierig, das alles irgendwie nachzuregeln. Das ging alles in der Nachbearbeitung, aber... Na? Ja, wird Zeit, hä? Das geht auch so jetzt. Du machst die Tür auf. Sobald wir drin sind, stoßen wir zu meinen Leuten. Du alles hast klar. Neuerdings Leute. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Sergeant Michael Psycho. Willst du mir ein paar Antworten gibst? Ja, ich erinnere mich. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Tja, dafür sind wir hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Sind wieder diese ominösen Stühle.